Am 16. April stehen Klassenanpassungen an. Schamanen bekommen einen kleinen Nerf, Druiden bekommen dafür starke Buffs. Bleiben wir auch gleich beim Druiden, und zwar Sternensog konsumiert nicht mehr Freizauber und von Omen der Klarsicht. Sternensog kostet, soweit ich weiß, auch sehr wenig Mana, von dem er ist jetzt nicht kein wirklicher Nerf. Die Rune Schädelstoß wird auf ein anderes Runenslot gelegt, und zwar zu den Händen. Und hier kommt eigentlich die größte Änderung. Aufschlitzen wird jetzt ein Beinrune, vorhin waren es Hände. Das ist natürlich gut für Druiden-Tanks vor allem, weil die das Problem hatten, die einmal mit Aufschlitzen und ja, Zerfleischen. Das konnten sie nicht beides nehmen. Jetzt wechselt Aufschlitzen zu den Beinrunen, und das heißt, das wird dann die Tank-Druiden deutlich besser ausschauen lassen, weil sie einfach beide Fähigkeiten jetzt hernehmen können. Und ich denke mal, das wird in Sachen DPS auf jeden Fall die deutlich besser machen. Und auch was die Bedrohung angeht, hier wurde sie auch deutlich erhöht von Aufschlitzen. Also ich bin mal gespannt, ob sich dann Tank-Druiden besser schlagen. Aktuell sind ja Krieger sehr stark. Wenn wir uns mal die Tanks hier anschauen, sind Krieger weit vorne. Und Paladinen kommen auch langsam hoch. Also es ändert sich ein bisschen was, nicht mehr nur Schamanen. Aber wir befinden uns auch erst am Anfang der Phase. Paladine bekommen einen guten Buff, einen ordentlichen Buff, vor allem Heilig-Paladin, und zwar Anmut des Lichts zieht um und wird jetzt eine Armschienenrune. Vorher war es Helm, was sagt uns das? Und zwar Anmut des Lichts oder Fanatismus. Man muss sich zwischen einer entscheiden, das sind zwei sehr, sehr starke Runen. Die wechselt jetzt sozusagen, die zieht um, das heißt, ihr könnt jetzt beide hernehmen, und das wird dann Heilig-Paladine deutlich, deutlich besser ausschauen lassen, weil bei den Armschienen haben sie noch nicht wirklich eine Heiligrune gehabt. Die bekommen sie jetzt. Und das wird, wie gesagt, definitiv Heilig-Paladine besser ausschauen lassen. Die haben es eh sehr schwer gehabt. Bisschen Season of Discovery in allen Phasen, weil einfach Priester und Druiden ja die besten Heiler sind im Spiel aktuell. Und Heilig-Paladine können da nicht mithalten. Mal schauen, wie es nach der Änderung ausschaut. Rogues bekommen einen kleinen Buff, und zwar fokussierte Angriffe. Generiert jetzt 3 Energie anstatt 2. Ja, ob es sich das rentieren wird, denke ich nicht. Dieses eine Energie mehr, weil man hat einfach die anderen Runen Erde unter Dieben und Kampfkraft, die meines Erachtens deutlich stärker sind. Deswegen, das ist einfach zu gering noch, denke ich mal. Wird sich aber dann zeigen. Bei Schamanen wird die Rune überladen genervt. Darauf hat man sich eigentlich schon eingestellt, und darauf hat auch jeder gewartet. Die haben das jetzt erhöht von 1 Sekunde auf 3 Sekunden. Und zwar das Ding fügt allen Gegnern innerhalb von 8 Metern Schaden zu, also das Blitzschlagschild. Das heißt, für Tanks war das optimal, und ihr habt auch dadurch wirklich viel AOE-Damage machen können. Was sie sich dabei gedacht haben, ja, mit 1 Sekunde einfach zu viel. Jetzt haben sie sich auf 3 Sekunden erhöht, und ich denke mal, das ist vollkommen okay. Also ein kleiner Nerf schon für Schamanen. Und Hexenmeister bekommen Buffs, und zwar instabiles Gebrechen. Das könnte richtig Aua machen, und zwar wurde der Schaden um 120% erhöht. Also das ist schon wirklich irre. Und vor allem, wenn es gebannt wird, es kann ja auch critten, dann bekommt ihr wahrscheinlich einen 2K-Crit. Also ziemlicher Buff dieser Rune. Ansonsten bekommen Hexenmeister ein bisschen was für die Bedrohungserzeugung. Wenn ihr Metamorphose aktiv habt mit Meister der Dämonologie, bekommt ihr, wenn ihr den Imp beschwört oder den Teufelssäger, eine erhöhte Bedrohungserzeugung. Bei Kriegern wurde Siegesrausch, und zwar die Heilung erhöht von 10% auf 30%, also eine deutliche Verbesserung. Das heißt, zum Beispiel in einer offenen Welt oder vor allem im SDV-Event, wenn ihr einen Gegner tötet, habt ihr dann sozusagen die Chance, 30% eurer maximalen Gesundheit wieder zurückzubekommen. Also eine deutliche Verbesserung hier für Krieger, und das wird definitiv interessant sein im PvP-SDV-Event. Das soll es auch mit dem Video gewesen sein. Das waren die Nerfs und Buffs, die jetzt kommen werden am 16. April. Wahrscheinlich werden wir noch mehrere Buffs und Nerfs sehen die kommenden Tage. Um nichts zu verpassen, abonniert den Kanal. Ansonsten wünsche ich euch ein wunderschönes Wochenende und bis Montag.